Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal wirklich mit etwas Besonderem, und zwar Fears of Fatem Episode 2 Norwood Hitchhike. Dieses Spiel ist wirklich komplett anderes Level. Ich weiß, ich sag das oft, aber das Spiel hat wirklich alles zerstört. Atmosphäre, Horror, 10 von 10. Vertraut mir Leute, guckt euch das Video zu Ende an und dann folgt ihr mir auf Twitch. Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Okay, this happened to me when I was 19. I'm a little over 21 now. I still remember this very clear because how creeped out I felt. I was a bit hesitant to write this out for the internet at first. I was one of those people that loves gaming conventions. I go to every convention I get a chance to, and sometimes even meet some of my online friends. To my parents weren't always thrilled at the idea of me going on the interstate drives. But the plane ticket would be too expensive. This competition I was a went great. And it was now to the day I drive back home. But seeing me off, I soon realized the traffic was horrible. I decided that I take the long way to avoid the traffic. It was a little over 12-hour drive. Bitch. So. Ich bin in mein Auto und es läuft Musik. Wir fangen wieder ganz von vorne an, Leute. Was will der? Ja, ja, ey, nerv nicht. And I say that now, feeling like Daddy! Where did you reach? Ich bin noch im Stau, Daddy. Oh, danke. Daddy hat wieder geschrieben. Ich komme, Daddy. Oh, Daddy, hör doch auf zu schreiben. Holy shit. Bremsen. Rechts reinfahren. Und. Anhalten! Ja! So, wir haben es geschafft, Leute. So, wir gehen rein. Wir gehen rein! Hallo! Oh, guck! Auf Englisch funktioniert's. So. How's your night going? Where you headed? Where you headed? He just looked at me. Was? Hast du mich angefasst, du Arschloch? Arschloch, du Perverser! Hast du mich angefasst, du Arschloch? Okay, ich muss jetzt tanken. Ich gehe jetzt zu ihm und tank. Ist mir scheißegal, was passiert. Ich tank jetzt. Warum bist du eigentlich so hässlich? So, hi, can I get $10 on pump, too? Ja. Und, hat's geklappt? You heading to the bridge you yourself? Ja, natürlich, Digga. Not a lot of people head down there this time of year. Be careful. What do you mean? For about a century, no many people have been going missing down there. And people who went looking for them never returned. Well, thanks for gas. Junge, halt mal deine scheiß Fresse, Digga! Ey, das ist mein Auto! And one more thing, okay, was? If you see a woman in a white or blue gown trying to get a ride, do not stop. Just step on gas and as hard as you can. What the hell? Warum? Some people say that. Digga, kannst du deine Fresse halten? Some people say that she died in a car accident. Okay. Okay. Alles klar, es sind Geister unterwegs. Okay, Digga. Can you? Digga, was hast du gemacht? Anne? Ey! Was habt ihr gemacht?
Wir fahren jetzt den hinterher. Ich hab nicht mal Tank bekommen, Digga. Passt doch. I filled the tank and I was off to road again. Also, wir müssen jetzt wieder auf die Straße. Since my mom asked, I had to buy something for Milo from the store. Okay, ich muss doch noch Kelbfutter holen. Wir müssen noch mal kurz rein, Leute. So, Leute, wir suchen jetzt erstmal Hundefutter. Und für mich und den Kelb. Oh mein Gott, das sind die besten Cornflakes, die es gibt. Oh, ey, 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 ey! Du Perversling! So, ich... Das ist ja wirklich Kylo, Digga. Geil. Okay, let's go, Leute. Wir können jetzt weiterfahren. So. Wir müssen auf jeden Fall weiterfahren. Das ist jetzt die Mission. Und ich würde sagen, Lego. Being on the road, you do realize a thing. Oh, hier ist alles rot. And every single one of them looks just like you and me. Anne, ich kann gerade nicht. Anne, ich fahr doch. So, kurz schauen, was die Anne geschrieben hat. Keine Ahnung. Wieso sind meine Lichter aus? Oh, jetzt sind sie wieder an. Da vorne ist ein Auto. Da vorne ist ein Auto. Ja. Ist das Haftbefehl, Alter? Fahr mal schneller, Digga! Ey, das ist ein rotes Auto! Soll ich die überholen? Oha, ist das schnell gewesen. Ey, hier sehe ich ja gar nichts mehr, Alter. Scheiße. Wieso gehen meine Lichter nicht an? Hat mir gerade jemand Lichtdupe gegeben? Oh, das, ey, das ist so gruselig hier, Mann. Wirklich, das ist sehr gruselig. Okay, es wird echt gruseliger gerade. Die Musik. Oh, das ist lang. Das ist ja keine Straße. Ach du Scheiße, Digga, wo bin ich gelandet? Okay, das ist eine Brücke. Alles klar. Alles ist noch cool, alles ist noch cool. Ich glaube, ich bin vom Weg abgekommen. Bro, ich habe nicht mal mehr. Driving is really therapeutic for me. Okay, wenn das wirklich Therapie für dich. Ey, da war doch gerade einer. What the fuck, Alter? Das ist irgendwie alles sehr, sehr gruselig gerade, Mann. Ey, ich komme nicht drauf klar. Oh. Da war einfach ein Auto. Pech gehabt. Ah, nein! Ah, ich hätte es erwischen müssen. So, weiter geht's. Ist schon wieder eine Brücke, oder? Ich fahre jetzt einfach mal weiter. There is a very weird thing about that night. Ach du heilige Scheiße, ich komme nicht weiter. Oh nein, ich muss aussteigen. Also das... Oh mein Gott, Digga, das ist so...
hab so Angst, Alter. Okay, müsste eigentlich passen, oder? So. Okay, ich kann weiterfahren. Ach du Scheiße. Ich bin tot. Ich bin toter Mensch. Ich bin tot. The car wouldn't start back up. Scheiße. Ich bin so am Arsch. Uhr 10:23 PM. Okay, ist anscheinend ein bisschen Zeit vergangen. I saw a car nearing. Okay, oh, es kommt ein Auto. Hilfe, Hilfe, Daddy, können Sie stehen bleiben? Daddy! Oh. Scheiße. I didn't understand how somebody could leave another human being stranded like that. Ja, tatsächlich. Leute, genießt das. Das ist irgendwie nice. So, 10.43 Uhr. So, 22.43 Uhr anscheinend. Die Batterie ist anscheinend auch fast alle. Hilfe! Hallo! Hallo! Hilfe! Hallo! Hallo. Oh, der ist stehen geblieben. Der ist stehen geblieben. So, warte, ich muss nur eine sexy Pose machen. Hilfe! Ab im Auto ist hier irgendwas kaputt. Hallo. Ey, das ist doch der eine, der im Laden war. Der perverse. You the girl from the gas station. Ja. Thank you so much for stopping. So what are you trying to do out there? I think my car just broke down. I can't call for help. There's no phone service. You think I can get a ride? Just up the road, just the nearest stop where I can call for help. Ja, bis zum nächsten Stopp, weil ich glaube, just up the road heißt einfach nur eine Straße weiter. Okay, hop in. Thanks so much. Could you wait till I get my stuff? Okay. Okay, okay, schnell mein Zeug holen. Ey, der sah mega sympathisch aus. Wirklich, da kann man eigentlich mitfahren. So, Freunde, es geht weiter. Und? Wie läuft's? So, you won't tell me who you are, where you're going. I was driving home. Komm, wir reden mit dem. Der scheint ein sehr, sehr netter Mann. Schaut euch den mal an. Der schaut null aus wie ein Vergewaltiger. So, my name is Jason. Jason, hallo Jason. Ah. Okay. I'm Holly. Jason. Du bist richtig hübsch. You're really lucky. Ja, schau mal auf die Straße jetzt. I must say you are one brave young woman. Ja, danke. Danke, Jason. Danke, Jason. You got any clue what happened to your car back there? It's an old car. That's it? I think so. So, fahr jetzt, komm. So what do you think about what he told you back at the gas station? Ach, dieses Arschloch hat zugehört. So he really creeped me out. He's funny oder he really creeped me out. Interesting. Idiot tells to every person traveling down here. So. Ich quatsch mit ihm noch ein bisschen. Jason? Ist das wahr? What, the monster? Let's see, I've never seen the monster for myself, but there are some things. And I'm afraid
Your car breaking down could be one of them. Hey, listen, I don't sound like that, moron, but just remember this. You don't bother them and you don't be bothered. Jason ist mein Beschützer. Wenn ein Geist kommt, Jason nimmt den Geist und schmeißt ihn die Klippe runter. You know I'm sorry for being a jerk to you before. I'm not the best with people. Ach, du hast mir nur an den Arsch angefasst. Alles gut. Das passiert öfter. So, 12.08 Uhr. Tatsächlich sind 1,5 Stunden vergangen. After a little bit of small talk, he dropped me by a motel. Oh, Ehrenmann. Der meint, ey, der war gut. Der war gut. Apparently they offered roadside assistance. Besides, I thought I could use a little rest. Be careful. There are kinds of people out there, he said ominously before leaving. Okay, Jason ist gegangen, hat aber mich noch gewarnt, dass hier komische Leute sind. Tschüss, Jason! Das ist doch der Typ von der Tankstelle. So, ja, ich brauche einen Raum. Okay, $40. Okay, bezahlt. Room number 9, right over there. Dankeschön. Okay, and one last thing. Och, was ist jetzt schon wieder, Digga? Try not to wake the other guests. They might not take very nicely to it. Alter, was sind das für komische Leute hier? Ja, okay. Room number 9. It's right over there. Also muss es hier noch irgendwo sein. So. Hallo. Okay, das ist die 1. Ich darf hier keinen wecken, gell? Ne, das funktioniert nicht, Entschuldigung. Ey, hier schaut jemand Fernseher. Und die Tür ist leicht offen. Oh, hey, hey, hey. Okay, ich gehe lieber mal in mein Zimmer. Boah, ich fühle mich so beobachtet hier, ne? Nicht vergessen, Leute, ich bin eine fucking Frau hier. Das ist so creepy, Alter. Ja, Mama, was? Ich hab keinen Empfang, Alter. So. Ah, das war's. Schönes Zimmer. Boah, ohne Matratze schlafen. Man kennt's. Nice. Hallo? Wo ist denn eine Matratze, Alter? Fick doch mein Leben, Junge. Was willst du, Dicker? Soll ein Penis auf deinen Kopf fallen? You scared the crap out of me. Hey, Dicker, der findet das noch lustig, Alter. I'm Tommy, room service. Fick dich, Tommy, Junge, fick dich. Ja, bitte, mach mein Zimmer, nerv nicht, Alter. Du hast mein Leben auseinandergenommen, Digga. Du hast mein Leben auseinandergenommen. Was ein Bastard, Digga. So, Tommy, beeil dich. Wahrscheinlich muss ich dahin, um meine Matratze holen. Hallo, kann ich meine Matratze haben? Your stuff is right outside, okay. Ah, hier. Ich hab mein Zeug, das muss ich jetzt in mein Zimmer. Oh, danke, Tommy. Ehre.
Passt. Had a word with Joe about the situation. What is wrong with these people? Mercy, mercy, mercy. Gute Nacht, Tommy. Gute Nacht, Tommy. Aber kannst du mich bitte loslassen? Tommy, lass mich mal bitte los. Danke. Okay, Tommy ist ein Ehrenmann. Der nimmt tatsächlich mein Auto mit. Gute Nacht, Leute. Ey. Junge. Hat der gerade reingeschaut? Der Hund? Was bist du für ein perverser Wichser, Alter? Was bist du für ein perverser Wichser? Der versucht, die Tür aufzumachen. Okay. Habe ich mir das wohl nur eingebildet? Okay. Alles klar, ich hab Bock auf einen Kaffee, Leute. Wir holen uns jetzt einen Kaffee. So. Gibt's hier jetzt Kaffee oder... Scheiße, lass mich bitte nicht vom Automaten Kaffee holen. Alles klar, Leute, wir gehen zum Automaten. Ah, hier! So, ein Cappuccino. Perfekt. Sogar mit Marshmallows drauf, nice. So. Wollen wir zusammen Kaffee trinken? Okay, was ist jetzt passiert? Oh, in dem Kaffee war, glaube ich, nicht nur Kaffee drin. Da war nicht nur Kaffee, Digga. Geil. Bisschen, Alter, was ein LSD-Trip. Oh mein Gott, ich kann nicht lesen, was mein Vater geschrieben hat. Ist das mein Zimmer? Oh, die Nummer 9 ist offen. Mir geht's nicht gut, Leute. Aber der Cappuccino hat richtig reingeballert. Der war richtig gut. Das waren die Marshmallows. Das waren die Marshmallows. So. 3.18 Uhr, I was sedated. Hallo? Tommy, bist du's? Boah, ich bin immer noch nicht fit. Ey, ich hab so Angst. Ich steh auf, ist mir scheißegal. Oh, mir geht's aber schon ein bisschen besser. Ich höre jemanden. Oh mein Gott. Was? Joe from the desk, open the door, ja. Ja, bitte, Joe. Joe, ich hab Cappuccino getrunken, Digga. Hat mies geballert, musst du auch mal probieren. Didn't I specifically tell you don't not to wake anyone up? Ey, sorry, Bro, ich war übelst in dem Trip, Mann. Ich war aus Versehen bei Kevin im Zimmer. Ich habe ihn übrigens kennengelernt. Der war richtig nett. Mein Arsch tut jetzt weh. Aber egal. War doch alles gut. I have complaints. What are you making all those goofy noises for? Das waren keine goofy noises. Das waren... Ah!
So, whatever it is, just keep it down, I miss. Okay. Is that why your eyes are red? Ah, das war die Kaffeemaschine, Digga. Ich war in einem miesen Trip. So, are you messing with me? Was, Junge, übertreibt man nicht? We don't have no coffee machine. Was? Die haben keine Kaffeemaschine? The fuck, Digga, der glaubt mir nicht. I hate my job. Ich hasse dich auch. Ey, beruhig dich, Digga. Beruhig dich, ey! Was ist jetzt schon? Achso, ich muss ihn die Kaffeemaschine zeigen. Komm her. Komm, ich zeig dir die Kaffeemaschine. Komm. Ich hab so Schiss. Ja, natürlich ist die Kaffeemaschine nicht da. War die nicht hier? Ich schwöre, die war hier, Digga. Ich schwöre es dir, die Kaffeemaschine war hier. Ich schwör's dir, ja, die war hier. I said go back now. Okay, sorry, Digga. Sorry. Sorry. There should be some medication in your room that should offer you some relief. Check the table by the TV. Okay, Digga. Aber bitte nicht noch mehr LSD. Requires water. Ich brauch Wasser. Aber ich hab irgendwas im Bad gehört, Digga. Ich hab Angst. Ich mach mal lieber. Ah, hier. Geht schon viel besser. Okay. Fernseher wieder aus. Schlafen gehen. Hey! Da hat jemand ein Foto gemacht. Ich bin gerade nackt. I didn't feel safe going out. Wurstling, Alter. Digga, der wird meine Bilder auf OnlyFans sowas von verkaufen und so viel Cash machen, ne? Arschloch. Hello? Was? Wer ist da? Please open the door. I need help. Soll ich die Tür aufmachen? Was willst du? I need your help, please. Please open the door. Er braucht meine Hilfe, Leute. Ich muss ihm helfen. Er ist einfach weg. Ich will nicht. Dreckiger Bastard.